Du möchtest dich gesünder ernähren, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst. Du recherchierst Zeitschriften, informierst dich im Internet. Die ganze Information im Internet, die du findest, überfluten dich. Du weißt gar nicht, was eigentlich richtig ist, was falsch ist und wie du wirklich deine Ernährung verbessern kannst. Du möchtest gesünder sein, dich besser fühlen und irgendwo einen Startpunkt finden für dich. Und mit kleinen Dingen schon viel verändern, ohne gleich dein komplettes Leben auf den Kopf stellen zu müssen oder einer Diät zu folgen, weil Diäten vertraust du eigentlich gar nicht so sehr. Und der Jojo-Effekt, der schreckt dich ein bisschen ab. Also denkst du, okay, ich möchte eine etwas gesündere Ernährung führen. Ich möchte eine gesündere Umstellung für mich in meinem Leben vornehmen und meine Ernährung umstellen. Langfristig etwas verändern, was meine Gesundheit stärkt, was eventuell auch die Gesundheit meiner Familie stärkt, was meine Haut schöner macht und mich voranbringt in meinem Leben, um es genießen zu können, gesund zu sein, mehr Energie zu haben und mehr Lebensfreude zu haben. Wenn das du bist, dann ist dieses Video heute für dich. In diesem kleinen Video möchte ich dir einmal helfen, wirklich kleine Veränderungen in deiner Ernährung vorzunehmen und dir wirklich so einen Anfängerguide geben, wie du deine Ernährung wirklich umstellen kannst, wie du mit kleinen Schritten vorangehen kannst und so aber langfristig einen großen Effekt hast. Denn die Welt der Ernährung ist teilweise so groß und ist manchmal so überflutend, was für Informationen man im Internet findet oder in Büchern findet und was man alles machen kann. Es ist gar nicht so leicht, ist immer das Richtige für einen selbst zu finden, was gerade zu einem selbst passt, was in das eigene Leben passt und wie du am besten und einfachsten deine Ernährung verändern kannst. Dafür ist dieses Video da. Ich möchte dir heute helfen, wirklich mit kleinen Dingen anzufangen, deine Ernährung gesünder zu gestalten und wirklich langfristig für dich etwas verändern zu können und wirklich mit kleinen Dingen, mit einfachen Mitteln und Wegen deine Ernährung zu verbessern, es dir leicht zu machen und dir zu helfen, deinen eigenen Weg durch den Ernährungsdschungel zu finden und etwas Positives in deinem Leben zu verändern, sodass du merkst, dass deine Gesundheit steigt, dass dein Energielevel steigt, dass deine Haut wieder mehr strahlt, dass Pickel verschwinden und du dich rundum wohlfühlen kannst. Ein Tipp vorweg, in diesem Guide stelle ich dir 8 Tipps vor, wie du anfangen kannst, deine Ernährung zu verändern. Es geht da wirklich darum, kleine Dinge zu verändern und sich hier aus diesen ganzen Tipps nur 1 oder 2 Tipps rauszunehmen und die in dein Leben einzubauen. Denn wenn wir viel zu viele Sachen nehmen und sagen, wir verändern jetzt das, das, das und das, dann kann es sein, dass wir uns extrem schnell überfordern, dass wir uns zu viel auf unseren Teller laden, auf unseren Teller des Lebens. Und dann frustriert sind, wenn wir es nicht schaffen, alles durchzuziehen. Und dann ist es oft viel, viel wahrscheinlicher, dass wir alles weglassen und wieder bei Null beginnen müssen. Und um dich genau davor zu bewahren und dir zu helfen, wirklich eine Umstellung in deiner Ernährung vorzunehmen, die A, dir wirklich gut tut, die du wirklich machen möchtest und die dein Leben unterstützt, möchte ich dir hier den Tipp ans Herz legen, wirklich nur 1 oder 2 von diesen Tipps zu wählen, die, die dich am meisten ansprechen, von denen du glaubst, dass du sie am leichtesten umsetzen kannst, mit diesen anzufangen. Und erst dann, wenn die in deinem Leben implementiert sind, wenn es dir leicht fällt, sie zu nutzen in deinem Leben und umzusetzen und sie zu einer Gewohnheit geworden sind, also ungefähr nach 3 Wochen, erst dann die nächsten Tipps wieder in dein Leben mit umzusetzen und hier einen Schritt weiter zu gehen. So hast du den Effekt, dass deine Veränderung deiner Ernährung wirklich langfristig ist, dass du davon profitieren kannst, dass deine Ernährung gesünder wird und dass du auch nicht wieder bei Null starten musst. Denn wenn du das so angehst und nach Veränderungen, kleine Veränderungen in deiner Ernährung machst, die aber dafür langfristig sind, veränderst du nicht nur deine Ernährung, sondern dein gesamtes Leben und deine Ernährung wird zu einem Lebensstil, den du ganz, ganz leicht in deinem Leben integrieren kannst, die irgendwann so einfach für dich ist, dass sie einfach dazugehört. Und genau das ist das Ziel von gesunder Ernährung, sie in dein Leben zu implementieren, dass sie zu einem gesunden Lifestyle wird und nicht zu einer Diät, die du nur eine Zeit lang machst. Also beginnen wir direkt mit dem ersten Tipp. Mein erster Tipp ist immer, tausche aus. Und zwar meine ich damit, tausche das ungesunde Lebensmittel in deiner Ernährung gegen die gesunde Alternative aus. Beispielsweise weiße Kartoffeln, die sehr stärkehaltig sind, teilweise sehr schlecht für deinen Blutzuckerspiegel, beispielsweise gegen Süßkartoffeln. Oder tausche weißen Reis gegen Quinoa aus. Oder beispielsweise Käse und Wurst gegen Pflanzenaufstriche. Finde deine Art und Weise damit. Schau, was in deiner Ernährung dominiert, welches Lebensmittel eventuell einen negativen Aspekt in deiner Ernährung hat und wie du es auf eine gesündere Alternative einfach upgraden kannst. Der einfachste Weg, wirklich etwas in deiner Ernährung nachhaltig zu verändern, sie gesünder zu machen und es wirklich auf ganz einfache Art und Weise machen. Denn die Dinge, die wir jeden Tag zu uns nehmen, sind die, die entscheidend sind.
Wenn du hier ein bisschen mehr wissen möchtest, dann schau dir mal meinen Austauschguide an. Du findest ihn ebenfalls hier auf YouTube, wo ich durch 5 Lebensmittel gehe, die dein Leben im Austausch gesünder machen können. Wie du einfach ein Lebensmittel gegen ein anderes austauschen kannst, das eigentlich ziemlich alltäglich ist. Aber durch diesen Austausch wird deine gesamte Ernährung gesünder. Also hol dir hier gern Inspiration, wenn du magst. Tipp 2 ist möglichst das ganze Lebensmittel. Damit meine ich die ganze Nuss. Die rohe Nuss, zum Beispiel Mandeln, Cashews oder Paranüsse und ist nicht die verarbeitete Variante, die eventuell geröstet ist, die gesalzen ist. Denn je weiter dein Produkt verarbeitet ist, desto weniger Nährstoffe enthält es noch, desto mehr Zusätze sind zugefügt, die eventuell sehr schädlich für deine Gesundheit sind und sie nicht unbedingt fördern und eventuell auch noch ein bisschen die Sucht zu diesem Lebensmittel, dein Craving auf dieses Lebensmittel verstärken. Das bedeutet, greif wann immer du kannst zum ganzen rohen Lebensmittel, zur kompletten Banane anstatt zu Bananenchips, zur kompletten Apfel anstatt zu Apfelchips, zu rohen Nüssen anstatt zu gesalzenen Nüssen. Wähle immer die etwas gesündere Variante. Hier gehört auch ebenfalls zu, versuch zu kochen, versuch mit dem ganzen Lebensmittel immer wieder zu kochen, so gut es für dich geht und lieber einmal mehr dich in die Küche zu stellen und wenn es nur ein Tag in der Woche ist, ein gesundes, einfaches Rezept auszuprobieren, mit dem ganzen Lebensmittel zu kochen, mit den Kartoffeln, mit dem Gemüse, mit Obst, mit was auch immer du gerne möchtest und was du gerne ausprobieren möchtest und füg das in deine Ernährung ein, anstatt einfach ein Fertigprodukt zu greifen. So vermeidest du gleichzeitig ganz viele Kalorien, ganz viele Zusätze und stärkst deine Gesundheit, weil du deinem Körper alles gibst, was er braucht und möglichst viele von den Vitaminen und Nährstoffen, die in dem ganzen Produkt, in dem ganzen Lebensmittel noch enthalten ist, dir zufügst. Tipp 3. Iss möglichst viel Obst und Gemüse und iss Obst und Gemüse möglichst bunt. Das bedeutet, versuch den Regenbogen zu essen. In jeder Farbe von Obst und Gemüse stecken auch ganz besondere, einzigartige Nährstoffe. Das bedeutet, gelbes Obst hat andere Nährstoffe als beispielsweise rotes Obst oder auch grünes Gemüse hat andere Nährstoffe als rotes Gemüse. Um wirklich sicher zu gehen, dass dein Körper alles bekommt, was er braucht und wirklich Nährstoffmangel möglichst zu vermeiden, versuche am Tag oder wenigstens über die Woche immer wieder auf verschiedene Farben zuzugreifen. Vielleicht in einem Tag mal grünes Gemüse zu wählen, wie beispielsweise Brokkoli oder Spinat und am anderen Tag eventuell zu roten Äpfeln zu greifen und danach eventuell zu Beeren zu greifen und einfach so ein bisschen zu variieren und deine Ernährung ein bisschen bunter zu gestalten und auch gesünder zu gestalten, sodass du alle Nährstoffe bekommst, die du brauchst. Tipp 4. Füge mehr hinzu, anstatt Schlechtes wegzulassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, den ich eigentlich allen Menschen immer ans Herz lege, wenn sie ihre Ernährung verändern wollen. Das bedeutet, iss als allererstes die gesunde Variante, ein gesundes Lebensmittel und iss danach alles andere, was du möchtest, auch wenn es ungesund ist oder vielleicht nicht in die Ernährung passt, die du dir eigentlich vorstellst. Manchmal ist so ein Umwandlungsprozess einfach viel, viel leichter, denn wir geben uns A, das, was wir brauchen, die gesunde Variante, geben uns Obst und Gemüse und füllen so unseren Körper mit Vitaminen und mit Nährstoffen an, geben ihm alles, was er braucht, um gesund zu sein und können danach noch das essen, was wir eigentlich wollen, worauf wir Cravings eventuell haben, was in unserer Ernährung nicht so gut ist, von dem wir eigentlich weniger essen wollen. Indem du als allererstes die gesunde Alternative wählst und wirklich erstmal Obst greifst, Gemüse isst, Nüsse isst und erstmal das deinem Körper zuführst, sorgst du dafür, dass deine Ernährung A gesünder wird, du gesättigt wirst und wenn du danach noch Hunger hast, dann greif zu dem Lebensmittel, was eventuell nicht so gesund ist, auf das du vielleicht gerade mehr Cravings hast. Du wirst automatisch weniger von den ungesunden Lebensmitteln zu dir nehmen. Auch wenn du es noch zu dir nimmst, wird es einfach weniger sein. Du hast deinem Körper im Vorhinein schon alles gegeben, was er braucht, um gesund zu sein. So ist oft einfach diese Transition-Phase, diese Umwandlungsphase zu einer gesunden Ernährung wesentlich leichter. Es ist viel, viel leichter, auch für unsere Psyche, einfach zu sagen, okay, ich füge mehr gesunde Lebensmittel hinzu, anstatt etwas wegzulassen. Verbote und Weglassen funktioniert auf Dauer nicht. Es ist etwas, was oft zum Scheitern einfach verurteilt ist. Deswegen füge das gesunde Lebensmittel hinzu, isst als allererstes immer die gesunde Variante, Obst, Gemüse, Nüsse, das, was du möchtest, was du in der Ernährung mehr aufnehmen möchtest und isst danach alles andere, was immer du möchtest. Tipp Nummer 5. Füge Beauty-Smoothies deiner Ernährung hinzu. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du, dass ich ein großer Fan von Smoothies bin und von Beauty-Smoothies bin.
denn sie behalten alle Nährstoffe, die du brauchst. Sie verüben verschiedene Lebensmittelgruppen ineinander zu einem Getränk hinzu, das wirklich leicht zu konsumieren ist, super leicht in die Ernährung einzubauen und es nicht mehr als 3 Minuten dauert. Und schon hast du eine wirklich gesunde Mahlzeit oder einen gesunden Snack, der dir alles gibt, was du brauchst, um gesund zu sein, der dich sättigt und deinen Körper und deine Haut mit Nährstoffen versorgt, die gut für ihn sind und für sie sind. Beauty Smoothies sind super leicht zu machen, innerhalb von 3 Minuten fertig, perfekt als Frühstück oder auch perfekt als Zwischenmahlzeit oder für den kleinen Hunger gedacht. Wenn du Interesse an Beauty Smoothies hast, dann schau doch einfach mal in meinem Beauty Smoothie Guide an, den du auf meiner Webseite findest oder auch in mein letztes Video, in dem ich darüber gesprochen habe, wie du in 3 Minuten zu mehr Gesundheit kommen kannst. Hier stelle ich dir vor, wie Beauty Smoothies gemacht werden. Es ist super einfach, es sind 5 ganz, ganz leichte Schritte. So kannst du innerhalb von 3 Minuten von zu Hause aus mit ganz wenig Lebensmitteln, die du wahrscheinlich schon im Haus hast, deinen Beauty Smoothie herstellen, in deine Ernährung einfügen, sodass deine Ernährung automatisch gesünder wird. Du wesentlich mehr Obst und Gemüse zu dir nehmen würdest, als du es sonst tun würdest, wesentlich mehr gesunde Lebensmittel zu dir nehmen würdest, als du es sonst tun würdest, da sie in verkleinert Form sind, es oft sehr angenehm ist, sie zu trinken und sie auch noch extrem lecker schmecken. Tipp Nummer 6, trinke mehr Wasser. Diesen Tipp hast du bestimmt schon richtig oft gehört. Wir wissen alle inzwischen, dass es wichtig ist, genug zu trinken. Das ist nicht nur wichtig für deinen Körper, es ist auch gleichzeitig auch noch wichtig für deine Haut. Denn deine Haut benötigt Wasser, um wirklich schön und prall und glatt zu sein. Genauso benötigt dein Körper Wasser, um wirklich allen seinen Funktionen nachzukommen, sich zu reinigen zu können, Entgiftung vorantreiben zu können und dich gesund zu halten. Mein Tipp, um deinen Wasserkonsum zu erhöhen, ist wirklich, trinke als allererstes, wenn du morgens aufstehst, ein ganzes großes Glas Wasser. Du musst keine Zitrone hinzufügen, wenn du das nicht magst. Du musst dir keinen Tee kochen oder irgendwas Verrücktes anfangen damit. Trink einfach nur ein Glas Wasser am Morgen zusätzlich. So erhöhst du automatisch deine Zufuhr an gesunden Flüssigkeiten, an gesundem Wasser für deinen Körper, ohne dass du einen großen Aufwand dabei hast. Du kannst beispielsweise dir einfach ein Glas Wasser neben dein Bett stellen, dass du morgens, wenn du aufwachst, wirklich das allererste, was du tust, einfach ein Glas Wasser trinkst. Du kannst aber auch genauso gut aufstehen morgens und wenn du deinen Kaffee ansetzt oder deinen Tee kochst morgens, einfach nebenbei ein Glas Wasser trinken und das zu einer Gewohnheit werden lassen. So wirst du automatisch über die längere Zeit mehr Wasser zu dir nehmen, mehr Flüssigkeit zu dir nehmen, was deiner Gesundheit gut tut, was deinem Körper gut tut und was dich auch gleichzeitig am Morgen wach macht und deinem Körper nach einer langen Nacht genau das gibt, was er braucht, nämlich ein bisschen Flüssigkeit. Ein weiterer Tipp, um mehr Wasser in dein Leben zu integrieren und ein bisschen mehr Wasser zu trinken, ist es dir einfach morgens eine große Flasche Wasser abzufüllen mit 1 bis 2 Litern und diese über den Tag mit dir rumzutragen und zu trinken. So hast du einen Überblick darüber, wie viel du schon getrunken hast und wie viel du noch trinken möchtest. Das ist ein bisschen leichter, um einfach ein Auge darauf zu haben, wie weit du schon bist mit deiner Flüssigkeitszufuhr und wie viel du eventuell noch trinken müsstest, um deine 2 Liter pro Tag ungefähr zu erreichen. Tipp Nummer 7. Beginne Dinge vorzubereiten und fange mit den ganz leichten Sachen an, mit dem Frühstück und mit den Snacks. Versuch Lebensmittel in deiner Küche vorzubereiten, mit dem ganzen Lebensmittel zu arbeiten, wie Nüssen und Früchten und hier wirklich dir ein Hilfsmittel an die Hand zu geben, um deine Ernährung über die gesamte Woche gesünder zu gestalten. Mahlzeiten vorzubereiten muss gar nicht schwer sein. Du kannst beispielsweise mit dem Frühstück anfangen und dir einfach einmal in der Woche oder alle 2 Wochen dir eine große Portion selbstgemachtes Granola machen. Ich habe auf meinem Blog ganz, ganz viele Rezepte dafür, wie beispielsweise mein Beauty Müsli. Das ist super einfach gemacht, innerhalb von kürzester Zeit, fertig mit wenig Lebensmitteln, sodass du wirklich wenig Aufwand hast, aber dafür ausschließlich mit Lebensmitteln, die besonders gut für deine Gesundheit und auch für deine Hautgesundheit sind. Diese kannst du dann jeden Morgen entweder mitnehmen zur Arbeit oder einfach als Müsli morgens essen und tust so deinem Körper schon etwas richtig, richtig Gutes. Versuch einfach, diese Sachen zu einem No-Brainer zu machen. Das Gleiche gilt für Snacks. Versuche, deine Snacks vorzubereiten. Denn gerade dann, wenn wir hungrig werden, haben wir keine Lust mehr darüber nachzudenken, was wir jetzt essen. Wir greifen dann zu dem, was in unserer Nähe ist. Das kann dann der Müsli-Riegel sein oder eventuell die heiße Schokolade oder der Kaffee oder auch ein Stück Kuchen. Und um hier ein bisschen vorzubeugen und dir mehr an die Hand zu geben, was du leicht in deine Ernährung einbauen kannst, was dich automatisch gesünder macht und was auch dafür sorgt, dass du eventuell dein Gewichtsziel erreichst, ist wirklich gesunde Snacks vorzubereiten und sie immer bei dir zu haben. Das können beispielsweise Bananen sein, die du einfach in deine Tasche tust.
oder Apfelspalten, die du dir einfach aufschneidest, in eine Tupperdose beispielsweise packst und mit zur Arbeit nimmst oder mit in deinen Alltag nimmst, wo auch immer du hingehst. Ebenfalls kann ich sehr meine Energy Balls oder meine Beauty Balls empfehlen. Das sind kleine, quasi Müsli-Riegel in kleiner Ballform mit allem, was dein Körper braucht, um gesund zu sein. Halten ganz viele Nährstoffe, Vitamine und Mineralien, die dich sättigen, die deinem Körper etwas Gutes tun, die deiner Haut etwas Gutes tun und die auch gleichzeitig so lecker gemacht sind, dass sie auch jegliche Cravings einfach beseitigen. Also probier die gerne mal aus. Eine weitere Option, gesunde Snacks mitzunehmen, die wirklich super, super schnell gehen und gar keinen Aufwand erfordern, ist wirklich dir eigene kleine Nussmischung zusammenzustellen. Du kannst dir beispielsweise in eine kleine Tupperschale einfach immer eine Handvoll Nüsse reintun und vielleicht noch ein bisschen dunkle Schokolade. So hast du immer einen Snack bei dir, der dich wirklich gar keinen Aufwand kostet, der gesund ist und der dir alles gibt, was du brauchst, wenn du nach einem Snack cravest und Lust hast, ein bisschen zu naschen nebenbei. Du kannst ihn zum Beispiel deine Snackdose auf der Arbeit neben dich stellen und ein paar Nüsse naschen oder auch ein bisschen von der dunklen Schokolade naschen. Hier kann ich dir raten, fang bei 70% an, dann ist möglichst wenig Milchanteil enthalten, möglichst wenig Zucker enthalten und du hast den vollen schokoladigen Geschmack, der Schokoladencravings gerade besonders gut stillt und hier wirklich vorbeugt, anstatt auf die Vollmilchvariante zu greifen, von der wir oft sehr, sehr viel essen können und weil einfach diese Befriedigung der Geschmacksnerven nicht ganz erreicht wird. Und Tipp Nummer 8. Habe weniger Snacks und Lebensmittel, ungesunde Lebensmittel, an denen du nicht vorbeigehen kannst, in deinem Haus. Das ist ein absoluter No-Brainer und einer der besten Tipps überhaupt. Wenn du die Lebensmittel, die ungesund für dich sind, aber von denen du weißt, dass du von ihnen nicht die Finger lassen kannst, nicht in deinem Haus hast, bist du viel, viel weniger geneigt, sie zu essen. Denn da siegt oft unsere Faulheit und die ist in dieser Hinsicht etwas sehr, sehr Gutes. Denn du wirst nicht dich anziehen, noch Schuhe anziehen, in die Kälte rausgehen zum nächsten Supermarkt, um dir Schokolade oder Chips zu kaufen oder was auch immer dein spezielles Lebensmittel ist, das du oft cravest und auf das du Heißhunger hast. Also versuche wirklich diese Lebensmittel möglichst nicht in deinem Haus zu haben, sie einfach nicht zu kaufen, so bist du viel weniger geneigt, da zu ihnen zu greifen und deine Ernährung wird automatisch gesünder werden, da du zu anderen Lebensmitteln greifst, wenn du in Situationen bist, wo du Hunger hast. Das waren sie, meine 8 Tipps, um deine Ernährung wirklich ganz, ganz einfach gesünder zu machen. Wähl dir ein oder zwei Tipps hiervon aus, versuch sie in dein Leben umzusetzen, in deine Ernährung zu integrieren und genieß die Erfolge. Und erst wenn die Tipps, die du dir ausgewählt hast, in deiner Ernährung angekommen sind, in deinem Leben angekommen sind und zur Gewohnheit geworden sind, erst dann nimm neue weitere Tipps dazu. Versuch erst dann weitere Schritte zu gehen. So verhinderst du, dass du frustriert bist oder dass du aufgibst und deine Ernährung wird nachhaltig wunderbar werden, viel, viel gesünder werden und du wirst einen großen Effekt auf lange Sicht davon haben. Lass mich in den Kommentaren wissen, welcher Tipp dir am besten gefallen hat und welchen du gerne in deiner Ernährung umsetzen möchtest. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Ich verlinke dir ganz viele Rezepte für Snack-Ideen, für Frühstücksideen in der Infobox. Ebenfalls habe ich auch einen Artikel auf meinem Blog über Wasser und wie du weiterhin noch gute Schritte gehen kannst, um einfach mehr Flüssigkeit in dein Leben zu bringen, die gesund für dich ist, die deinen Körper hydriert und dir alles gibt, was du brauchst, um gesund zu sein. Um dich extra zu motivieren, spreche ich auch in diesem Artikel darüber, wie Wasserkonsum und eine gute Flüssigkeitszufuhr sogar Falten verhindern kann. Also schau auch gerne hier mal rein. Probier dich aus und hab Spaß damit. Wähle die Tipps, die dir am besten gefallen, mit denen du dich am wohlsten fühlst und die du am leichtesten nach deinem Wissen in deine momentane Ernährung integrieren kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesen Tipps, ganz viel Spaß bei deiner Ernährungsumstellung und ganz, ganz viel Erfolg auf deinem Weg zu einem glücklichen und gesunden Leben. Bis bald!